Ja, willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Spore, der virtuell gewordenen Evolutionswettlauf, wenn man das so nennen will. Ja, ich starte direkt wieder zurück ins Spiel. Wir haben jetzt, Alter, was macht der denn da? Wir haben jetzt hier unser komisches Vieh erstellt, wie ihr seht. Es sieht unglaublich dämmer aus, hier mit zwei unterschiedlichen Füßen vorne und hinten. Und ich hole mir jetzt direkt mal einen Typen mit ins Rudel. Jawohl. Zack. Der ist jetzt schon zum Rudel und jetzt streifen wir ein bisschen zu zweit durch die Gegend. Haben ein wenig Unterstützung gekriegt. Das sind Freunde. Und dann, wir sind jetzt auch ein bisschen schneller unterwegs. Dann gehen wir einfach mal hier an der Küste entlang. Hier haben wir auch schon welche ausgerottet. Können wir mal nachgucken. Wir sind immer noch alles besser. Dann denke ich, machen wir den nächsten auch kaputt. Wir springen können wir nicht, wir können allerdings mit Shift hier sprinten, da können wir noch ein bisschen schneller unterwegs sein. Und da sehe ich doch schon wieder ein Körperteil, was wir uns da organisieren. Den haben wir hier. Gott, sind das hässliche Viecher. Der steht so schön einsam. Na, nehmen wir den. Attacke, der steht einsam und alleine hier. Bombs, weg ist er. Nehmen wir uns den hier vor, wenn die auf Attacke wieder geladen ist. Zack. Ja, was trennst du dich auch von der Herde? Das ist hier auch die Technik. Hier ist das, hier ist das. Viech, das holen wir uns als nächstes. Das Alpha-Männchen. Weil das bringt nämlich dann wieder einen Körperteil. Das kann ja nie verkehrt sein, dann sich wieder weiter zu entwickeln können. Sondern kriegt Gesundheit plus 3. Und dann attackieren wir das nächste Alpha-Männchen. Das bringt uns dann auch wieder ein neues Körperteil. Das freut uns natürlich sehr. Und schon haben wir diese Spezies ausgerottet und können uns an ihrem Fleisch ergötzen. Nom, 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 nom. Oh, das ist so lecker. Hier ist eine Gewürzquelle. Wenn wir da reingehen, kann jemand sagen, da kommen wir gar nicht hoch, es ist zu steil. Aber hier kommen wir hoch und da ist noch ein schönes Körperteil, das nehmen wir uns natürlich auch mit. Kann ich mal zeigen, was passiert. Es ist ganz lustig, wenn man einen Flügel später hat. So cool. Gut, da passiert nichts. Gut, habe ich vergessen, das funktioniert nur, wenn man Flügel hat und der grinst mich so komisch an. Das mag ich überhaupt nicht, aber das guckst du so blöd. Ja, ja. Komm ran da. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn er uns hier wegschubst. Ja. Also mit so einem kleinen Vieh hier ist nicht zu spaßen. Alter, hier, der spuckt. Die spucken uns an, die Drecksäule. Das geht ja mal überhaupt nicht. Also ich meine, kratzen, Eingeweide rausreißen, sowas geht ja alles in Ordnung. Aber spucken, hallo, da hört's echt auf. Das sind unsere Komparse, hier sind Not. Futtern wir nochmal direkt ein bisschen was. Und dann heilt er sich nämlich auch wieder. Wie ihr seht, da geht die Lebensanzeige wieder nach oben. Wir müssen hier noch so einbringen. So, das Baby nehmen wir uns, das Baby. Jawoll. Zack, wieder eine Spezies ausgerottet. Wie sieht aus? Ja, da können wir noch ein bisschen, bevor wir wieder freundlich sein müssen. Und so entwickeln wir uns halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und man versucht halt möglichst viele Körperteile zu finden. Und da gibt es eine Menge von. Also ich habe hier teilweise mal wirklich, wie lange habe ich hier in dieser Kreaturenphase mal gegangen? Das längste war, glaube ich, lass mich nicht lügen, so 6 Stunden habe ich hier wirklich alles abgesucht, den ganzen Kontinent, auf dem wir uns hier bewegen. Und ich hatte immer noch nicht alle Körper. Ich hatte fast alle, aber immer noch nicht alle. Also ich werde euch das nicht antun, dass wir hier so ewig lange rumliegen. Wenn ich der Meinung bin, wir haben jetzt genug, dann lasse ich es auch gut sein. Da sind noch Körperteile, die mögen uns nicht, da müssen wir schnell dran vorbei. Ja, ja, ist ja gut, deine Mutter. Schau dich mal ein, du hast doch gar nicht mit deinen Tage hin. Ist doch gut, ist doch gut. Dann düsen wir wieder Richtung Heimatnest, damit wir uns wieder ein bisschen fortpflanzen können. Und Günther, was hast du hier gemacht? Jo, nicht viel. Bisschen was umgefuttert, ne? Naja, naja.
Und wie geht's auch im Kind? Alter, wo bist du hin? Da hinten, Alter, der hängt ja zurück. Da konnte ich mir ein bisschen vor, als würde ich ein paar Selbstgespräche führen. So, hier, da ist noch wieder ein Körperteil, das klauen wir uns natürlich. Alter, ganz ruhig, wir sind nur Freunde, wir wollen nur das Körperteil. Und zack, sind wir schon wieder weg. Mit Sprinten, weg hier, ich kann euch gleich mal was zeigen, was passiert, wenn wir zu weit ins Wasser düsen. Das kann ich ja gleich machen, wenn wir wieder am Heimatnest sind. Das ist auch ganz lustig. Das mache ich einfach gleich mal just for fun. Na, jemand zu Hause? Niemand, nur ein paar hier. Da hat sich ja voll gelohnt, wieder nach Hause zu kommen. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich gehe jetzt einfach mal ins Wasser. Weil so als kleines Landlebewesen, wir kommen ja aus dem Wasser, sollten wir aber nicht wieder allzu weit zurück ins Wasser. Wir können hier noch ein bisschen schwimmen. Hier geht das alles noch. Ja, passt auf, gleich müsste es soweit sein. Schwimmen. Na, na. Und schnabulieren. Ja. Gefährliche Kreaturen lauern in der Tiefe. Wage dich nicht so weit vom Ufer weg. Diese Lektion haben wir jetzt auf die harte Tour gelernt. Die Cutscene überspringe ich mal eben. Und ja, da sind wir wieder zurück. Und das passiert eben, wenn man sich zu weit ins Wasser wagt. Also sollte man nicht machen. Aber hier, Mann, sind die fetten Hässliche. Sowas kann sich so eine ulle, fette, hässliche Nacktschnecke kann sich doch evolutionär durchsetzen. Dann kriegen wir denen doch nur einen Gefallen mit. Bleib hier, bleib hier. Alter, ihr seid größer als wir. Und trotzdem rennt ihr vor uns weg. Pussis! Das sind natürlich nur so alles mit. Alter, wo willst du hin? Da ist der. Das ist natürlich die alles Kreaturenphase, das sind natürlich alles Tiere, das ist natürlich so wie es auf der Erde hier auch ist, in der Savanne, wenn der Löwe eben in der Zelle reißt oder sowas, ist das natürlich hier auch. Das ist alles evolutionärer Wettkampf. Da überlebt nur der Stärkere. Also da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich hier niedliche kleinen Tierchen töte. Oh, wir sind schon. Jawoll! Wir sind schon wieder eine Stufe aufgestiegen und ich bin auch ganz glücklich, dass das jetzt irgendwie mit Platz funktioniert wieder. Hat mich aber schon gewundert, weil sonst läuft Spore auch wunderbar flüssig. Kreischen. Mehr Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer. Dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt Platz für zwei. Ja, wunderbar. Da freuen wir uns doch. Und wir düsen direkt wieder zurück zum Rudel und gucken einfach mal, was da so abgeht. Oh, da sehe ich aber noch ein Körperteil. Das nehmen wir uns natürlich noch mit. Und es regnet. Ach, was ein Pissen doch. Nee, 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 nee. Ach, Mann, Mann. Ach. Das können wir, da nehmen wir uns noch mit. Mal hier so ein bisschen unter das Bäumchen stellen. Schnell, mit Sprinten. Hier sprinten. Links oder hier, schneller, schneller, schneller. Ach, hier ist schon, hier. Puh, ist das ein Schiebwerk. Ja, hier, das sieht auch gut aus, hier mitten in den Baum rein. Das sieht auch gut aus. Steuern kann man übrigens auch so mit zwei Möglichkeiten. Man kann entweder hier die W-Taste einmal nach vorne gedrückt halten und die rechte Maustaste gedrückt halten, mit der dann so die Richtung vorgeben. Mache ich auch ganz gerne. Man kann auch mit der linken Maustaste einfach hier auf den Boden drücken. Dann rennt ihr auch immer dahin, wo man hinklickt. Und man kann einfach ganz, ganz klassisch hier mit WASD steuern, so wie es man im Prinzip in jedem Rollenspiel gewohnt ist oder so. Da ist das hier in dieser Phase absolut kein Problem, da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Und ich sehe gerade, wir sind größer geworden und unser Nest ist fortgelaufen, die sind fortgewandert. Die haben sich ein neues Nest gesucht, weil hier einfach kein Platz mehr war. Und dann hinterher. Wir haben hier so einen kleinen Trampelpfad, den können wir folgen. Das Spiel richtet sich natürlich auch so ein bisschen an die jüngeren Konsumenten. Oh, wir sind ganz, 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 ganz böse. Wir wollen nur die Körperteile. Geht weg. Wir wollen nichts. Wir wollen nur die Körperteile. Und die greifen natürlich an. Ah, wir sind so hardcore. Kriegen wir das mal hin? Kriegen wir das hin? Aber ich will sprinten. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Ich wollte euch doch nichts Böses.
Schnell weg hier, schnell weg hier. Und da sehen wir auch schon das neue Nest. Jawoll, haben wir es zu Hause. Alter, hör auf da. Papi ist zu Hause. Ja, jetzt wird erstmal familiär sich begrüßt und das Netz vergrößert. Da muss ja Platz gemacht werden. Ah, Trampel, Trampel, Trampel. Zack, haben wir das natürlich vergrößert hier. Wunderbar. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Und wenn wir jetzt sterben, werden wir hier in diesem Nest wiedergeboren werden. Und ihr seht, solange wir uns in unserem Heimatnest befinden, werden wir auch geheilt. Absolut kein Problem. Dann können wir sie ein bisschen aufhalten. Hier sind auch wieder ganz viele neue Körperteile, die wir natürlich sofort einsacken werden. Und da hinten sehe ich schon mein schlimmster Albtraum, eine epische Kreatur. Die mag ich auch nicht. Alter, wo ist jetzt mein Lieblingspartner? Ich will mich hier fortpflanzen. Das nervt immer so ein bisschen. Da kullert ein Ei durch die Gegend. Auch schön. Freut sich die Mutti. Das erkennt man, solche epischen Kreaturen, die sind halt gigantisch groß. Oh, er hat ihn umgebracht. Respekt! Respekt, Olaf! Respekt! Komm erstmal ran hier in die Ruhe. Das erkennt man halt gut daran, dass das hier so ein Revier von einer epischen Kreatur ist, indem man hier ganz viele, da seht ihr hinten, große, vor allem große Körperskelette findet. Müssen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen elegant dran vorbeischleichen können. Die Kreatur scheint hier ihr Revier gerade ein bisschen abzuwandern. Deswegen nutze ich mal die Gunst der Stunde, klaue mir einfach die Körperteile weg. Immer mit dem Blick in die Umgebung, weil die haben es echt in sich. Die kriegst du in der Kreaturenphase, kriegst du die nicht weg. Da muss man sich möglichst von fernhalten. Ich höre die doch, ich höre die doch. Irgendwo hier ist die doch. Nein, nein. Oh, bloß schnell weg hier. Schnell zum nächsten Obstbaum, ich habe Hunger. Zack, erstmal was Nomsen. Jawoll. Mampf, Mampf, Mampf. Hier noch eine schöne Frucht. Das alter Schöne an Allesfresser, der ist nicht wählerisch. Der Mampf alles weg, was da gerade zur Verfügung ist. Ob Fleisch, ob sonst was. Na, können wir uns mit denen anfreunden? Probieren wir es einfach mal. Der greift natürlich an, war natürlich klar, dass der angreift. Alter, komm mal ran hier. So, hässliches Vieh, hässliches Vieh. Jetzt hier mal versuchen, ob wir uns mit denen anfreunden können. Mal gucken, ob das klappt. Na, bezaubern, das haben wir natürlich nicht. Seht ihr daran, es sinkt deutlich schneller. Er schüttelt den Kopf, findet er nicht so pralle. Er macht schon wieder einen auf die Zaubern. Na, ob wir das noch hinkriegen? Ich lese es nicht, ich lese es nicht. Und da greifen wir den Bossen an. Das hat keinen Sinn hier, weg hier. Körperteil. Ist natürlich sehr schwierig dann halt aus den Orangen, die sind schon ohnehin schon in so einer Grundeinstellung. So, also so eine angepisste Grundeinstellung. Da dauert, wenn man sich zu lange halt in der Nähe aufhält, greifen die einen an. Und ja, was dann passiert, seht ihr ja, die haben auch schon einen von meinen Kikis getötet. Den nächsten holen sie sich da gerade und ich bin da wieder allein auf diesem Planeten. Also alleine ohne meine Liebe. Nein, er hat's geschafft. Mensch! Finden. Machen wir hier so einen kleinen Bogen. Ich fließe mal eben schnell zurück zum Nest. Und dort, na toll, ist die Stamina natürlich auch gebraucht. Und dort im Nest, denke ich, machen wir mal wieder eine kleine Folgenpause. Hoffentlich können wir uns ja jetzt mal weiterentwickeln. Irgendwann muss es doch mal klappen. Hallöchen. Hallö. Niemand zu Hause, absolut niemand. Naja, ich speichere das hier an dieser Stelle ab. Komm, speichern. Jawohl, Spiel wurde gespeichert. Und ich wünsche euch wie immer, wie gehabt, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Das liegt ja ganz an euch, das weiß ich ja nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. So einen schönen grün, den könnt ihr auch gerne anklicken, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt zur Moderation oder sonst wie,
Abgesehen zur Audiospur, ich weiß, dass sie abkackt. Wie gesagt, ich werde mir, das heißt wie gesagt, aber ich habe es in meinem letzten Let's Play schon gesehen. Ich werde definitiv ein neues Mikrofon kaufen nächsten Monat. Nächster Monat ist ja schon in einer Woche. Ich denke, das haltet ihr noch aus. Und ja, ansonsten bleibt nichts weiter übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, euer Max. Bis dann. Tschüss.